Jo Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute den guten Oksana Eduard, ja, die geleakte Karte schon vor ein paar Tagen, wurde auf Twitter geleakt, dass er als Record-Breaker-Karte kommt und diese Karte sieht sehr, sehr interessant aus. Deswegen gibt es heute das Video, wir besprechen diese Karte. Ich sag euch meiner Meinung nach, ob es diese Karte lohnt oder nicht. Und wie immer würde ich mich jetzt schon mal freuen, lasst gerne einen Daumen nach oben, dann Abo und aktiviert die Glocke. So, hier steht, hol dir Record Breaker Oksana Eduard und feiert das schnellste Tor eines Spielers in seiner Premier League Debüt. Holy shit, Leute. Ja, die Karte sieht sehr interessant aus, aus der Premier League, Franzose. Das ist quasi das Wichtigste aus der Top, aus der besten Liga und auch noch quasi die beste Nation. Und schau mal an, was wir dafür abgeben müssen. Ich hoffe, ihr hat es nicht zu teuer gemacht, drei Sachen. 82er Rating ist okay, wird nichts kosten. 84er Rating wird auch nicht teuer sein, aber dann ein 85er Rating. Ich schätze roundabout, sagen wir 100 bis 150k, vielleicht auch drunter. Ich werde euch den Preis auf jeden Fall in den Kommentaren anpinnen. Kriegen wir denn gute Packs? Joa, okay Packs, ne? Keine guten, aber auch keine total schlechten Packs. Und dann gehen wir auf diese Karte. Was kann diese Karte? Er hat Arbeitsraten Hochmitte, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, Größe 1,87, die 1,87er Größe ist nicht für jeden gut, viele stehen ja auf diese kleinen, wendigen Spieler wie ich, aber wenn wir auf die Attribute gehen, Leute, kann er wahrscheinlich mit dieser Größe auch gut rennen und sich gut bewegen, denn er hat 91 Beweglichkeit, 95 Balance, 92 Ruhe, 90 Dribbling, 92 Antritt, was eine Karte. Und Abschluss in der Box hat er 89. Passspiel ist auch vollkommen ausreichend. Ja, er hat eine Übersicht von 87, kurze Boss von 86, EFI von 90. Mehr braucht er als Stürmer nicht. Ausdauer 86 reicht. Sprungkraft und Kopfballpräzision mit der Größe von 1,87 reichen auch. Und er hat auch sehr, sehr geile Trades. Ja, weil ich habe mir schon die normale Karte von ihm angeschaut, deswegen wusste ich das. Also angeschnittener Schuss, Flair. Das sind zwei sehr, sehr gute Trades. Flair, er macht einfach die... Er bewegt sich besser, er macht die Tricks schneller und das von einer, bei einer Größe von 1,87 passt sehr gut zusammen, ja. Roundabout, eine sehr geile Karte, kann man natürlich auch sehr, sehr gut linken, wie zum Beispiel mit Zaha, wer ihn damals gemacht hat, oder mit Premier League-Spieler oder mit Franzosen aus der Premier League. Deswegen schauen wir uns ganz kurz mal die Linkbarkeit an. Ich denke mal, Zaha hat auch so gut wie jeder von euch damals mitgenommen. Also ich nicht, aber viele haben ihn wahrscheinlich mitgenommen, obwohl davor gab es ja auch Pulisic, ne, also vielleicht haben die doch nicht so viele mitgenommen. Deswegen schauen wir uns in der Premier League die Franzosen an und schauen wir, womit wir ihn grün linken können. Mit Kanté, wer ihn hat als Inform oder als Rückblickspieler, den ich habe zum Beispiel mit Varane, kann man ihn linken, mit Martial, mit Pogba. Da gibt es wirklich einige Möglichkeiten. Ja, ein Ndombele, Konaté, was gibt es da noch? So, ja gut, das war es auch schon. Aber ich finde, die Möglichkeiten sind definitiv da. Sonst kann man ihn natürlich mit anderen Franzosen orange linken oder mit anderen Premier League-Spielern orange linken, die nicht Franzosen sind. Und ja, mein gutes Beispiel, Martial oder Aubameyang. Das sind Alternativen. Warte, wir schauen uns kurz mal die Alternativen an. Das sind gute Alternativen zu ihm. Aber da würde ich Eduard auf jeden Fall drüber sehen, weil er einfach viel, viel günstiger sein wird als die. So, wir gehen nochmal kurz auf Stürmer. Das möchte ich jetzt in jedem Video machen, dass ich die Alternativen schauen. Wir haben einen Werner, der viel zu teuer ist, Jesus, der zu teuer ist, Ronaldo wird zu teuer sein. Dann haben wir einen Aubameyang, der auch viel zu teuer ist, ein Keane, mit dem man ihn vergleichen kann, obwohl Eduard da viel, viel besser ist, ein Daka, den man sich mitholen konnte, ein Martial, der auch viel zu teuer sein wird. Und hier haben wir den guten Eduard. Also Eduard definitiv als Variante oder als Stürmer in der Premier League sehr, sehr günstig. Jetzt seid ihr gefragt, macht ihr ihn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde ihn wahrscheinlich mitnehmen als Superzapf. Ich habe sowieso so viele Untrades und es ist halt ein Franzose aus der Premier League. Was will man mehr? Und dazu hat er noch sehr geile Sets, deswegen, ich werde ihn ausprobieren. Haut rein, Leute, bis dann und ciao. Und definitiv gebe ich dieser Karte ein Ja.